Bienvenidos de Andalucía. Aus dem Trainingslager der Preußen in Estepona. Täglich um 19.06 Uhr auf Radio Mottek-Strehle. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag des Trainingslagers unserer Preußen. Es geht mal wieder nach Estepona. So viel wie ich weiß, ist es das dritte Mal. Ich glaube nämlich in der ersten Drittligasaison unter Marc Fascher hatten wir kein Trainingslager im Winter gehabt, aber danach dann immer wieder und Ziel war immer Estepona. Ja, unsere Jungs sind auch schon unterwegs. Die sind vorhin um 3:30 vom Düsseldorfer Airport gestartet. Ziel war Malaga und dort sollen sie vor 20 Minuten angekommen sein. Also denke ich mal, dass sie immer noch im Flughafen sind, ihre Taschen zusammenpacken, sich sammeln und dann geht's anschließend weiter eben nach Estepona ins Hotel, was auch noch knapp eine Stunde Autofahrt entfernt liegt. Ja, als ich dann geschaut hatte, was für einen Flieger die da nehmen oder mit was für einer Fluglinie sie fliegen, dann kam erstmal Air Berlin und auf den zweiten Blick war es dann Etihad Airways und da habe ich gedacht, was ist das denn eigentlich? Ja, Etihad Airways hat mir überhaupt nichts gesagt, aber Google sagt ja dann viel mehr aus. Sie sind unter anderem Trikotsponsor von Manchester City, das Stadion heißt dort auch. Und in der Formel 1 sind sie dann auch ganz groß am Werben. Wenn man das Logo sieht, dann denkt man dann, ah, doch, schon mal irgendwo gesehen. Ja, dann weiter recherchiert, was ist das überhaupt für eine Fluglinie, wo kommen die her? Sie kommen aus den Vereinigten Arabischen Emirate und wie es da so ist, ist die Fluglinie ein Staatsunternehmen von einem Emir von Abu Dhabi ins Leben gerufen und seit knapp 3 Jahren hat Etihad Airways auch den größten Einzelaktionärsanteil von Air Berlin und deshalb fliegen sie auch teilweise unter dem Namen Air Berlin. Wie ich dann noch gesehen habe, sind sie dann irgendwie auf Einkaufstour von kleineren Fluglinien in Europa, um dann das Drehkreuz Abu Dhabi zu nutzen, damit ihre Fluglinien dann auch eben genutzt werden. Ja, dann hatte ich auch nochmal geschaut, gab es schon mal Zwischenfälle, man weiß ja nicht, was man da bucht und anscheinend gab es noch keinen Personenunfall seit der Gründung vor über 10 Jahren, also toll, 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 dass da weiterhin auch nichts passiert, aber das alles nur eben am Rande, damit ihr auch mal wisst, mit was für ein Quatsch man sich in der Recherche dann auch auseinandersetzen muss. Ja, das Wetter heute, wenn die Jungs ankommen, ist dann noch 10 Grad, recht milde, also man kann vielleicht dann auch in T-Shirt auf jeden Fall nur in Pulli draußen noch an die Küste, an den Strand gehen, an den Pool vom Hotel. Das Hotel ist auch wieder das gleiche wie die Jahre zuvor, das ist das H10 Estepona Palace oder Arche Diez Estepona Palace. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Spanisch, Englisch, Deutsch wohl eher nicht in der Region. Ja, die nächsten Tage, wenn wir schon mal beim Wetter waren, soll es auch noch recht milde sein. So gute 13 bis 15 Grad. Vielleicht wird es dann auch noch mehr. Wie ich gestern erfahren habe, war es die letzten Tage wohl immer gut über 20 Grad, schön sonnig. Also auf jeden Fall Sonnenbrillenwetter. Ich werde meine auf jeden Fall auch dabei haben. Man weiß ja nie und man sollte vorbereitet sein und kurze Hose. Da bin ich auch ganz optimistisch. Wird auch genutzt werden. Die Nächte sind dann auch nicht ganz so schlimm wie hier. So um die 5 Grad, 10 Grad auch teilweise. Also kann man es da ganz gut aushalten. Wie ich gesehen habe, ist die Vorschau, die Wettervorhersage für Münster nicht ganz so prickelnd. Also wir werden in Estepona auf jeden Fall 10 Grad mehr haben als hier im schönen Münsterland. Und dafür nimmt man dann nochmal gerne Urlaub für eine Woche.
Ja, ich selber bin noch nicht da an der Costa del Sol. Ich fliege erst morgen hinterher. Also jetzt gerade auch noch gut in der Vorbereitung, Sachen packen und auch schon mal vorrecherchieren, wo geht's hin. Und auch schon mal Navi eingepackt, damit ich dann auch die Orte finde. Denn wie ich gehört habe, das Trainingsgelände ist ja nicht direkt am Hotel, sondern das ist dann nochmal gute 10 Kilometer irgendwo in der Pampa. Das ist dann wohl recht kurvenartig. Und das Witzige ist, es gibt keine Adresse, sondern man muss dann eben direkt dorthin finden. Ist auch irgendwie eine Anlage von einem Golfresort. Also der Rasen sollte dann auch recht gut passen, gerade bei den guten Temperaturen. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Am Sonntag geht es gegen den SC Freiburg. Das ist bestimmt ein ganz guter Gegner. Endlich mal wieder ein Bundesligist, gegen den wir testen können. In der Sommerpause hatten wir eigentlich nur gegen klassenniedrige Mannschaften gespielt und jetzt auch direkt das dritte Spiel in der Vorbereitung, ein Bundesligist. Und da kann man dann schon mal sehen, wie gut wir im Training sind, wie gut die Freiburger dabei sind. Das ist auch nicht ganz so weit weg. Wir werden dann da auf dem Gelände der Freiburger spielen. Das ist 26 Kilometer südlich, also auch gut zu erreichen. Und die nächsten Tage am Montag geht es dann sehr wahrscheinlich zum Hopping nach Gibraltar. Dort spielt der Erste gegen den Zweiten in der Gibraltar Premier League oder wie sie sonst so heißt. Ich glaube, es war die Premier League von Gibraltar, genau. Und da wird dann in dem einzigen Stadion von Gibraltar gespielt. Dann mal schauen, wie das dann da so abläuft. Dann haben wir ja am Mittwoch noch das Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach 2. Und da frage ich mich, wieso fährt eine zweite Mannschaft ins Trainingslager und dann noch nach Spanien? Das muss dann wohl gut finanziert sein von der ersten Mannschaft. Die haben ja auch noch Chancen, von der Regionalliga West aufzusteigen. Da sind ja einige Mannschaften oben im Rennen, unter anderem unsere Freunde aus Essen. Alemannia Aachen ist auch oben dabei und wie gesagt, die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, also demnach auch vom Tabellenstand kein schlechter Gegner für uns, um dann auch nochmal taktisch zu schauen, wie können wir in der Liga uns weiter aufstellen. Und der letzte Test, einen Tag drauf, am Donnerstag, geht es gegen den Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube nämlich, dass die Braunschweiger einige Fans dort haben. Die haben meines Wissens eine Tour organisiert von den Fans. Und dann werden wir mal schauen, wie viel Preußen sich dem entgegenstellen können. Wie ich schon gehört habe, werden etwa 10, 12 Leute auf jeden Fall da sein, vielleicht noch eine Handvoll mehr. Aber das ist dann auch schon gut. Alle schön Urlaub machen, die Jungs sehen, ein bisschen näher an die Mannschaft rankommen. Das Präsidium ist ja übrigens auch da, komplett mit Marco De Angelis, Carsten Gockel. Und Sigi Höhing, wie ich gehört habe, ist dann auch Thomas Bäumer wieder dabei. Und ich denke mal, Hannes Pfeiffer wird sich diese Reise auch nicht nehmen lassen, um dann auch die Sonne von Andalusien mitzunehmen, um sich dann auch nochmal einzuschwören auf die Rückrunde, auf die letzten Spiele. Mal schauen, ob wir dann da auch noch irgendwas reißen können. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Trainingslager, zum Start? 25 Spieler sind dabei. Das sind dann auch drei Torhüter und ein Testspieler, das ist Stefan Reisinger, gerade im Rechtsstreit mit dem ersten FC Saarbrücken. Mal gucken, wie sich das dann ausgeht. Da werde ich ihn dann nochmal interviewen, was denn da so vorgefallen ist. Angeblich soll da irgendwas mit Foto, Toilette und Trainer gewesen sein. Mal schauen, ob er sich dazu äußert. Aber das alles in den nächsten Tagen, sowie weitere Hintergründe und nach vielen Gesprächen dann auch viele Informationen für euch. Wenn ihr konkret irgendwelche Sachen wissen wollt, schreibt uns einfach auf Facebook oder schickt uns eine E-Mail unter radio@fanprojekt-münster.de und dann werde ich mal schauen, ob ich das eine oder andere rauskriege, damit ihr dann auch immer gut informiert seid. Ja, ich werde dann jetzt noch meine Sachen zu Ende packen und dann morgen frisch, fromm, fröhlich, frei. Schön aus dem Trainingslager direkt aus Estepona berichten.
Und ein kleiner Hinweis noch zu den Testspielen. Ich werde dann nochmal schauen, was für ein Netz ich dann da auch kriegen kann, dass ich möglichst die Spiele dann auch alle live auf Radio Motek Strehle kommentieren kann. Ansonsten werden wir eine andere Lösung finden. Also darüber werden wir noch informieren, ob die Live-Schaltung passt. Und ansonsten alles Weitere werdet ihr dann morgen pünktlich wieder um 19.06 Uhr erfahren, wenn ich mich dann zurückmelde, dann direkt aus Estepona und hoffentlich mit viel Sonne, guter Laune in der Mannschaft und eine erfolgreiche Rückrunde mit gutem Trainingslager. Ja, also dann, bis morgen, habt eine gute Nacht und feiert schön.